Einen schönen guten Tag, liebe Traderinnen und Trader. Herzlich willkommen wieder zu unserem Futures and Options Masterclass bei Tickmill. Mein Name ist Martin Görsch und wir sind heute hier das letzte Mal für diese Woche zusammen. Also so viel schon mal vorweg. Morgen leider keine täglich neuen Handelsideen. Da bin ich schon auf Reisen morgen früh. Dementsprechend haben wir hier morgen mal Sendepause. Also die nächste Sendung dann wieder planmäßig am Montag um 8.30 Uhr mit dem Mike Seidel. Wie gewohnt zu den täglich neuen Handelsideen bei Tickmill. Aber heute schauen wir jetzt erstmal in aller Ruhe auf die Futures-Märkte. Wir werden uns anschauen, wie sich DAX und Euro verhalten haben, nachdem wir heute das EZB-Sitzungsprotokoll bekommen haben. Wie es scheint, stand da aber nichts Überraschendes drin. Wir haben keine großen Bewegungen an den Märkten gesehen. Das ist immer ein bisschen riskant, wenn dieses Sitzungsprotokoll veröffentlicht wird. Ja, dann kann es durchaus sein, dass wir hier gute Hinweise kriegen auf die nächste Zinssitzung, die kommt. Die ist irgendwann, wenn ich mich nicht irre, auch Ende September. Und ja, da wird es dann darum gehen, ob es hier 50 Basispunkte oder 75 oder vielleicht sogar nur 25 Basispunkte Zinserhöhung gibt. Und dementsprechend werden die Märkte dann reagieren. Aber wie es scheint, gab es da heute keine ja, wirklichen Neuerungen, keine großen Überraschungen. Und ja, von daher schauen wir einfach mal auf die Charts, gucken, was sich hier an Trading-Gelegenheiten eventuell entwickelt. Wir hatten ja heute früh schon ein mögliches Long-Szenario für einen DAX durchgespielt. Da werden wir nochmal schauen, inwieweit das Bestand hat. Und im Moment sieht es im Euro so ein bisschen nach einer Bodenbildung aus. Eventuell kriegen wir hier auch noch mal eine etwas größere Korrekturbewegung. So, dann müssen wir im Prinzip mal schauen, wie sich die Grain-Märkte entwickelt haben. Da hatten wir ja Long-Setups im Mais zum Beispiel, was ich hier gezeigt hatte. Sojabohnen steht an einem ganz interessanten Niveau, da müssen wir auch mal drauf schauen. Ja, nachdem die Nahrungsmittelpreise doch deutlich zurückgekommen sind, könnte jetzt der nächste Aufschwung wieder beginnen. Ähnlich wie wir es jetzt auch im Öl gesehen haben, ja, größere Abwärtsbewegung, eventuell ist die auch vorbei. Auch da hatten wir Long-Szenarios durchgespielt, schon im oberen 80er-Bereich. Jetzt bewegen wir uns irgendwo im mittleren 90er-Bereich. Also auch das ist sicherlich nochmal ein Blick wert. Ansonsten, Andy, Coco, Wolfgang, hey, hallo. wen haben wir hier noch? Samsung, Rafael, hi. Okay. Ah, der Gerd fragt, ob es bei Silber auch saisonale Phasen gibt. Ja, natürlich gibt es saisonale Phasen bei Silber. Die können wir uns auch gerne im späteren Verlauf der Sendung einfach mal anschauen. Dann hole ich die Saisonalitäten hier mal rein. Und dann schauen wir mal, wo eher positive und eher negative Phasen für Silber zu erwarten sind. Bevor wir aber einsteigen, schauen wir wie immer einmal kurz auf die Risiken. Ja, Trading ist mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden. Das kann zum Totalverlust führen. Und ganz wichtig, die Analysen, die ich hier mache, die dienen rein der Weiterbildung, sind keine Kaufen, Verkaufen oder Halten-Empfehlung für irgendwelche Finanzprodukte und sind auch nicht so gedacht. Dementsprechend bitte immer berücksichtigen, solltet ihr Trades umsetzen, ja, dann macht ihr das auf eigenes Risiko. Okay, wir werfen kurz einen Blick in den Kalender. Ja, da hatten wir uns ja heute früh in der Morning Session auch schon angeschaut. Das, was hier heute wichtig war für Deutschland, das war hier der Bereich des IFO-Geschäftsklimaindex, ist auf breiter Flur besser gekommen als erwartet. Die Werte sind ungefähr so wie bei der letzten Meldung, wenn wir uns das anschauen. Ja, wir sind hier im Gesamtindex, also im Geschäftserwartungsindex Deutschland und hier im Geschäftsklimaindex leicht nach oben korrigiert worden von den letzten Lesungen. Also auch das ist eher positiv und wir sind ungefähr auf diesem Niveau verblieben. Das ist also schon mal nicht schlecht. Ja. Wenn wir uns gleich mal den Verlauf des DAX anschauen, wie der sich dann über den Tag weiterentwickelt hat. So, dann hatten wir 13.30 Uhr das EZB-Sitzungsprotokoll. Da hatte ich heute früh noch gesagt, ein bisschen vorsichtig sein. Eventuell gibt es hier größere Preisschwankungen. Die gab es aber nicht. Wir haben
Heute noch die Arbeitslosenzahlen aus Amerika. Die kommen hier um 14.30 Uhr kommt das Ganze hier. Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, hatte ich aber auch schon gesagt, finde ich alles nicht mehr so wichtig. Das, was im Moment im Fokus steht, ist hier ganz klar dieser Part hier, Jackson Hole Symposium, ist heute auch noch nicht so der entscheidende Tag, aber morgen werden wir hier doch sicherlich wichtige Informationen bekommen von den Notenbankern, zumindest hier aus Amerika. Also morgen steht ganz klar Jackson Hole im Fokus und am Ende natürlich auch die Rede von Jerome Powell. Und deswegen, schon alleine deswegen, müssen wir heute sehr vorsichtig sein mit Positionen, die wir vielleicht noch aufbauen wollen. Ich gehe davon aus, dass der Markt auf Powell wartet, bevor es die nächsten größeren Bewegungen gibt. Deswegen wäre heute kein schlechter Tag, um am Nachmittag einfach schon Feierabend zu machen und dann morgen wieder einzusteigen. Okay, schauen wir einmal kurz auf die Entwicklung der Märkte. So. Und wir beginnen hier mit dem DAX, schauen uns als allererstes hier mal den DAX Future auf Wochenbasis an. Da werden wir nämlich sehen, dass sich am großen Bild hier noch nichts geändert hat. So. Ja, dass sich am großen Bild noch nichts geändert hat, dass hier im Prinzip die ganze Bewegung, die am Markt läuft, weiter abwärts gerichtet ist. Ja, das ist das große Bild hier auf Wochenbasis. So sieht das momentan aus. Wir haben hier ganz klar eine Sequenz fallender Hochpunkte und fallender Tiefpunkte. Und die normale Fortsetzung wäre jetzt diese hier so in Richtung 11.500, 11.600 Punkte. Vielleicht nochmal den Bereich dieser Tiefs hier irgendwo anzugreifen. Ja, das wäre jetzt die ganz normale Bewegung auf Wochenbasis, wenn wir schlicht und ergreifend trendfolgend unterwegs sind. Und dann werden wir jetzt gleich auch sehen, wo hier so ein bisschen die Schwierigkeiten sind. Nämlich, wenn wir jetzt hier in den Tagesschart gehen, ja, und schauen uns hier das Ganze nochmal an. Das können wir hier mal wegnehmen. So, ja, schauen uns das Ganze jetzt hier nochmal an. Dann sehen wir, dass wir hier eine kleine Aufwärtssequenz bekommen haben. Ja, da haben wir hier an diesem Tief angefangen und sind dann hier in diese steigende Bewegung übergegangen. Und im Prinzip ist dieser ganze letzte Strang, den wir hier sehen, mehr oder weniger eine durchgehende Bewegung. Ja, wir könnten das jetzt hier ein bisschen päpstlicher als der Papst, sage ich mal, hier so ziehen, dass wir hier in so eine Fünfwellige kommen. Dann haben wir zumindest das letzte Tief hier unterschritten. Aber das ist alles ja so ein bisschen schwammig hier im Moment. Ja, das ist nicht so ideal. Also wir haben auf jeden Fall dieses letzte Unterstützungslevel hier unterschritten, haben dann auch gesehen, dass wir an diesem Tag, wo wir unter die 13,5 gefallen sind, sehr viel Druck, sehr viel Momentum hier in den Markt bekommen haben. Wir sind aber noch nicht unter diesem Tief. Also 13.000 Punkte ist für den DAX hier die nächste große Unterstützung. Das ist die Linie im Sand. Wenn die hält, ja, kann man hier durchaus versuchen, wenn sich in der kurzfristigen Zeit eben eine Long Trades entwickeln, das Ganze in die Long-Richtung zu traden, aber eben auch wirklich nur, wenn die hält und wir nachhaltig sehen, dass der Markt wieder steigen will. Ja, von Seiten der Indikatoren hat man uns das heute früh auch schon angeschaut. Von Seiten der Indikatoren sieht es eben im Moment so aus, dass wir einen positiven Girlstrend haben und eine positiv kreuzende Stochastik hier. Das ist prinzipiell erstmal bullish. Das große Ding, auf was wir jetzt aber hier achten müssen, ist, dass die übergeordnete Bewegung eben noch abwärts gerichtet ist. Und dann sind diese Signale einfach weniger gut, weniger verlässlich. Ja. Es ist immer ideal, solche Setups auf dem Tageschart zu kriegen, wenn wir auch im Wochenchart klar aufwärts gerichtet sind. Ja, dann haben wir eine sehr gute Trefferquote damit und dann würde ich auch sagen, kann man blind jedes dieser Signale traden, solange man auf sein Risikomanagement achtet. In einem übergeordnet abwärts gerichteten Markt sieht die ganze Situation etwas anders aus. Ja, wir haben einen 200er gleitenden Durchschnitt, der fällt. Wir haben einen 50er gleitenden Durchschnitt, der noch fällt. Wir haben einen Kurs, der deutlich unterm 200er notiert und im Moment kämpfen wir hier um den 50er gleitenden Durchschnitt.
Das bedeutet für mich jetzt erstmal, das Ganze auf der Long-Seite zu nehmen, ist natürlich schwierig. Wenn man es trotzdem machen möchte, dann muss man eben schauen, dass man hier wirklich mit Ziellevel arbeitet. Und da wäre zum Beispiel der Bereich um 13.500 Punkte hier. Das wäre ein Ziellevel. Da wäre ich dann zumindest aus einer Long-Position auch schon wieder raus. Was mir etwas besser gefallen würde, wäre zumindest charttechnisch besser gefallen würde, wäre, wenn wir jetzt hier in so eine Bear Flag übergehen und die vielleicht im Laufe des Handelstages morgen, wenn vielleicht der Paul sehr hawkisch wird, wenn wir die dann hier nach unten verlassen und dann die Möglichkeit haben, in diesem Bereich hier vielleicht nochmal Shorts nachzulegen. Das würde mir eher taugen. Ja, 13.000 Punkte ist zwar ein starker Unterstützungsbereich, aber wenn dieser Bereich fällt, dann haben wir eben eine gute Chance, hier bis in den Bereich 12.500 Punkte, also nochmal 500 Punkte tiefer vorzudringen und vielleicht dann hier unten so ein Dreifach-Tief aufzubauen oder zu generieren. Ja, also prinzipiell sehe ich im Moment die Risiken für den DAX noch etwas größer auf der Abwärtsseite. Der Marc fragt heute Long im Nasdaq vor Paul morgen. Ja, ich würde es nicht tun, ja, weil wir einfach nicht genau wissen, wie die Märkte reagieren und weil wir auch nicht genau wissen, was da morgen überhaupt bekannt gegeben wird. Ja, ob wir sehr hawkisch bleiben oder ja, ob wir etwas dovischer werden, da wird viel von abhängen am Ende. Ja. Okay. Der Ronny fragt: Hallo, ich habe nochmal eine Frage zum Video COT-Daten. Ich kann die Daten bei TradingView nicht sehen. Muss ich dafür ein Premium-Abo haben? Nein, eigentlich nicht. Wenn du die richtigen Indikatoren drin hast, dann solltest du das auch sehen, Ronny. Falls du gar nicht klarkommst, schick mir gerne mal eine Mail an info@daytradingcoach.de. Dann schicke ich dir die Sachen nochmal rüber, die du da brauchst. Das wäre kein Problem. Ja, hallo Steffi. Schön, dass du auch dabei bist. Super. Okay, also ja, scharf gestellt haben wir, von daher sollte hier ansonsten alles okay sein. Gut, schauen wir doch einfach mal in den Nasdaq. Wie schaut es denn hier aus? Naja, im Prinzip ist das Bild im Nasdaq ganz ähnlich wie das Bild im DAX. Ja, ich gehe mal kurz auf den Wochenchart. Wenn wir uns das Ganze hier anschauen, dann sind wir in der Nasdaq hier, zumindest im Nasdaq 100, noch abwärts gerichtet. Ja, das hier ist die große übergeordnete Sequenz. Wir sind kurzfristig aus dieser Sequenz jetzt hier nach oben ausgebrochen, aber das ist nur eine erste Bewegung. Ja, wenn wir uns wirklich die kleinen hier raussuchen, dann ist es auch nicht mehr als eine ABC-Korrektur und danach kann es auch wieder runtergehen. Es kann durchaus mal passieren, dass so eine ABC-Korrektur kurz über das letzte Hoch geht und der Markt dann trotzdem weiter runterkommt. Ja, also auf Wochenbasis ist das Bias hier eher noch abwärts gerichtet, eher noch short. Gucken wir uns jetzt mal kurz die Trendlinie an, die hier läuft. Na, das ist diese hier ungefähr, das ist die Trendlinie. Ja, die kann man hier nicht so ganz genau festlegen, aber so ungefähr können wir die festlegen. Und im Prinzip ist das so ein kleiner Trend. Ja, wenn wir die nach oben spiegeln, dann kommen wir ungefähr auf diesen Trendverlauf. Und es wäre jetzt natürlich negativ, wenn wir das Ganze hier von oben nach unten verlassen. Ja, hier läuft auch der 50er gleitende Durchschnitt. Wir sehen, was der 10-Wochen-Durchschnitt, das ist quasi der 50-Tage-Durchschnitt. Wir sehen, was der hier für einen Slope macht, also wie schnell der hier die Richtung gewechselt hat. Ja, das ist ja hier schon fast so eine V-Bewegung. Ich erwarte aber nicht, dass wir in dieser Art und Weise weiterlaufen. Ja, wir haben hier oben wichtige Widerstandslevel gehabt. Wir sind jetzt erstmal hängen geblieben, 13.000. Auch hier eigentlich so eine ganz wichtige Marke. Sollte die fallen, haben wir Platz hier runter bis 12.000 nochmal. Na, wir sehen, dass Görstrend hier in der Nasdaq auch noch abwärts gerichtet ist. Also auch da übergeordnet der Abwärtstrend noch intakt. Ja, gucken wir jetzt nochmal auf den Tagesschart. Ja, das hier ist der Daily. Hier haben wir eben auch eine kleine Sequenz. Auch ähnlich wie wir das Ganze im DAX gesehen haben. Wir haben hier eine Aufwärtssequenz. Na, und sind jetzt auch einmal kurz unter das letzte Tief hier gerutscht. Wir sind unter dieses letzte Tief hier gegangen.
aber relativ kurz. Ja, das wäre also auch noch okay, wenn wir jetzt zügig wieder nach oben drehen. Schauen wir hier auf die Indikatorenlage, sehen wir das gleiche wie im DAX. Ja, wir sehen einen positiven Gör-Trend und eine Stochastik, die hier gerade positiv kreuzt. Das ist prinzipiell bullisch. Ja, aber wie gesagt, es ist natürlich besonders bullisch dann, wenn es ja, in Alliance, sage ich mal, also parallel mit dem Wochenchart läuft. Der Wochenchart ist aber noch nicht eindeutig bullisch. Der Wochenchart ist abwärts gerichtet, noch ist übergeordnet noch abwärts gerichtet. Und das macht das Ganze natürlich auch hier schwierig. Ja. Ich sage es mal so, wenn wir hier in die kleineren Zeitebenen gehen, gehen wir hier unten in den 4-Stunden-Chart. Ja, wenn wir hier in die kleineren Zeitebenen gehen, dann sehen wir, dass wir jetzt gerade dabei sind, hier wieder eine kleine Sequenz aufzubauen, diese hier. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ich versuche es einfach mit kleinem Risiko. Mit kleinem Risiko würde jetzt bedeuten, dass wir irgendwo hier in dem Bereich den Ausbruch traden heute nach 15:30 Uhr, falls der kommt, und können uns hier unter diesem kleinen Doppeltief bei 12,8 ungefähr abstoppen. Dann haben wir ein sehr kontrolliertes Risiko. Wir würden auch noch unter diesem letzten Tief hier liegen. Wir haben ein sehr kontrolliertes Risiko und hätten das Kursziel, vielleicht hier oben nochmal hinzulaufen in den Bereich um 13,6, ist auf jeden Fall ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Und wenn wir uns isoliert den 4-Stunden-Chart anschauen, ja, dann ist das hier im Prinzip immer noch die übergeordnete Sequenz. Na? Da haben wir jetzt eine kleine Korrektur drauf gesehen hier, ungefähr in den Bereich dieses größten Volumens hier, ungefähr in den Bereich, in dem wir hier auch längere Zeit seitwärts gelaufen sind. Und jetzt kommen wir aus diesem Korrekturbereich wieder nach oben raus. Ist kurzfristig erstmal bullisch. Ja, mittelfristig aber, wenn wir uns die Indikatorenlage anschauen, zeigt uns die auch hier eigentlich genau das Gegenteil. Wir sehen hier einen überkauften Markt bei einem negativen Görstrend im 4-Stunden-Chart. Und das ist natürlich immer ungünstig. Ja, wir sehen das jetzt schon. Wir haben uns verschiedene Zeitebenen angeschaut. Wir haben uns verschiedene Perspektiven angeschaut. In einigen ist das Bild eher bullish, in anderen ist das Bild eher bearish. Ja, und auch wenn wir uns hier jetzt einfach mal anschauen, was war denn die letzte Momentumbewegung? Das war diese hier abwärts. Und wo laufen wir jetzt rein hier? Naja, quasi wie in so eine Bear Flag, und jetzt könnte sich das Ganze in der gleichen Größenordnung nochmal nach unten fortsetzen. Und dann würden wir vielleicht hier in diesen Bereich hier unten reinlaufen. Na, um 12.200 Punkte. Also, und immer wenn ich sehe, dass ich in verschiedenen Zeitebenen oder von verschiedenen Blickwinkeln hier ganz unterschiedliche Signale bekomme, dann halte ich mich aus diesen Märkten schlicht und ergreifend raus, weil dann ist es mir ganz einfach nicht eindeutig genug. Ja, es ist mir nicht eindeutig genug, als dass ich dann hier irgendwo ein Risiko nehmen will. Ja, so. Also das mal zur Seite der Indizes. Schauen wir mal kurz auf den Euro. Den holen wir uns hier auch mal als Euro Future rein. Und gehen jetzt hier auch mal so ein bisschen die verschiedenen Zeitebenen durch. Da sehen wir hier auf Wochenbasis ja ganz klar diesen deutlichen übergeordneten Abwärtstrend hier. Der Markt kommt immer weiter runter. Wir kommen hier von einem Bereich um 1,23, sind inzwischen hier auf die Parität gelaufen. Wir sehen es am Görstrend, wie stabil dieser Abwärtstrend ist. Wir müssen aber eben auch sehen, wir sind jetzt hier auf ein Support-Level gelaufen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte hier schon mit dem Gedanken gespielt, im Bereich um 0,99,30 den einfach mal antizyklisch long zu nehmen. Habe es dann aber sein gelassen, weil wir einfach wirklich auch im Gör-Trend hier noch klar negativ sind. Wir haben hier noch keine Besserung. Vielleicht würde ich das machen, wenn wir nochmal einen Schub drauflegen. Wenn wir also jetzt feststellen, dass wir hier in eine Bear Flag laufen. Ja, und diese Bear Flag nach unten verlassen wird, wir vielleicht sogar noch mal unter das letzte Tief gehen, noch mal richtig Druck machen nach unten und bis in den Bereich um 0,98 reinlaufen, in so einem finalen Spike, in so einer Aufgabebewegung, dann würde ich, glaube ich, mal versuchen, hier einen antizyklischen kurzfristigen Trade aufzusetzen, aber dann auch nur für 1-200 Pips und nicht mehr. Ansonsten ist der Markt eben übergeordnet weiter abwärts gerichtet, aber das richtige Short Level, das lag hier. Oder danach dann eben mit dem Ausbruch aus dieser
ein Bear Flag hier. Gucken wir uns das Ganze jetzt nochmal an. Heute nach der Veröffentlichung des EZB-Protokolls, ja, da sehen wir da, wir sind im Vorfeld hier schon über dem letzten Hoch abverkauft worden. Das ist meistens kein gutes Zeichen. Ich zeige das hier mal kurz. Hier ist das Widerstandslevel. Ja, und wir haben dieses Widerstandslevel jetzt hier nur mal ganz kurz überschritten und sind sofort wieder drunter gekommen. Das ist kein gutes Zeichen, dass wir uns nicht über diesem Ausbruchsniveau halten können. Und auf 15-Minuten-Basis sind wir hier jetzt auch schon wieder abwärts gerichtet. Auf Stundenbasis können wir uns das auch nochmal anschauen. Ja, auf Stundenbasis sehen wir, wie der Markt versucht, hier ein Tief auszubilden und so eine erste Sequenz zu starten. Aber hier haben wir im Prinzip die gleichen Niveaus wie eben, wenn wir uns das anschauen. Wir sind nur ganz kurz über dieses Hoch gegangen als kleinen Spike, sind sofort wieder unten drunter gelaufen. Ja, und das Ganze sieht eben insgesamt eher weiter schwach aus. Na, und von daher ja, bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob das die richtige Entscheidung ist, hier aggressiv zu kaufen. Ja, zumal wir hier relativ klar auf dem Stundenchart eine Verkaufszone haben. Die zieht sich eigentlich hin bis hier oben, bis in diesen Bereich. Ja, und da sind wir bisher noch nicht wirklich drüber gekommen. Das Bild ändert sich ein bisschen, wenn wir über dieses letzte Hoch hier drüber gehen und uns da drüber halten können. Ja, also nicht sofort wieder abverkaufen. Dann ändert sich das Bild ein bisschen und dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, hier für eine größere Korrektur uns mal zu positionieren. Ja, und diese Korrektur, die könnte im ersten Zug laufen bis hier ungefähr, bis in diesen Bereich 101,50 und im weiteren dann hier oben bis in diesen 103er Bereich. Ja, diese Seitwärtsrange, die wir hier im Stundenchart relativ lange hatten, die dann mit dieser Bear Flag hier verlassen worden ist. Und dann sehen wir das häufig, dass der erste Rücksetzer in den Bereich dieser alten Tiefs geht, dann wird nochmal abgewiesen und dann setzt sich das Ganze ein bisschen fort, geht in diesen oberen Bereich und kommt dann vielleicht wieder längerfristig nach unten. Ja, das wäre so ein Verhalten, was ich hier sehr, sehr schön finden würde. Klaus, Euro, Schweizer Franken, ja, können wir auch mal drauf schauen. Haben wir zwar nicht als Future, aber können wir auch gerne gleich mal drauf schauen. So, das Ganze können wir uns hier auch noch mal kurz im japanischen Yen anschauen. Da gehen wir hier mal auf die Tageseinstellung. Nanu. So, ja. So machen wir das Ganze mal. So, und da sehen wir hier auch, dass sich auf Tagesbasis, ja, wir haben einen sehr starken, sehr dynamischen Abwärtstrend, haben dann versucht, hier nach oben zu kommen und sind auch hier wirklich nur bis ins erste Widerstandslevel gekommen. Das ist dieses hier unten. Das ist das Widerstandslevel und sind hier sofort abgewiesen worden. Das ist auch immer nicht besonders positiv. Da hatten wir dann auch die Möglichkeit, hier mit dem Ausbruch unter die Trendlinie nochmal short zu gehen. Und jetzt im Moment bietet sich hier an, darauf zu warten, dass wir auf Tagesbasis hier aus dieser Bear Flag ausbrechen. Und dann könnten wir hier nochmal einen Einstieg kriegen für eine aggressive Short-Position. Ansonsten sieht das Ganze eher so aus, dass wir uns das hier mal von Seiten so des letzten Trendkanals vielleicht anschauen. Ja, so ungefähr verläuft hier der letzte Trendkanal. Und das würde jetzt bedeuten, wenn wir uns das Ganze ja, hier ein bisschen größer reinholen, dass wir im Prinzip im Yen jetzt eine Bewegung erwarten könnten, die auch, wenn diese Bear Flag jetzt nicht nach unten wegbricht, wenn der Kurs also nicht innerhalb der nächsten 1, 2, 3 Handelstage hier nach unten wegbricht, dann könnte es sein, dass wir durch diese überverkaufte Situation, die wir hier haben und die positive Kreuzung in der Stochastik, aber wohlgemerkt bei negativem Gerschtrend, also kein Kaufsetup,
sondern dass wir jetzt hier drauf warten können, eine Korrektur zu sehen, die uns nochmal an diese obere, an diese obere Range hier ranlaufen, an die obere Begrenzung des Abwärtstrendkanals. Da verläuft auch hier ein kleines Widerstandslevel, ja, so eine kleine Verkaufszone. Und wenn wir dann hier oben in diesem Bereich um 0,75 irgendwo sehen, dass sich eine Top-Bildung etabliert, vielleicht ja wieder mit so einer schönen Spike-Kerze, wie wir das hier hatten, ja, oder auch hier an dem Top, das waren schöne Top-Bildungen. Ich vergrößere die mal kurz ein bisschen, dann kann man das etwas besser erkennen. Ja, also dass wir vielleicht nochmal so eine schöne Top-Bildung sehen wie hier oder hier. Und zwar idealerweise eben, nachdem der Kurs hier oben irgendwo bei 0,75 die obere Begrenzung getestet hat. Und dann würde ich tatsächlich darauf setzen, dass wir hier nochmal eine neue Abwärtsbewegung sehen. Na, mit dem Kursziel dann immer Richtung des alten Tiefs hier nochmal zu laufen. Ja, das wäre dann hier im Prinzip das Ziel dieser Abwärtsbewegung. Und da muss man schauen, ne, wenn das Ganze hier nach oben hinläuft, ob man dann hier eine Möglichkeit hat, eine Position aufzubauen, mit einem vernünftigen Risiko das Ganze dann oben drüber abzusichern und dann ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis zu generieren hier für diese Abwärtsbewegung. Ja, also das gefällt mir hier am Ende ganz gut. Okay, ich hole jetzt einfach mal kurz den Euro-Schweizer Franken hier rein. Und da gehen wir auch mal kurz auf den Wochenchart hier unten. Ja, der ist auch ziemlich eindeutig. Na, da sind wir im Prinzip auch hier seit 2018 schon abwärts gerichtet, kommen hier immer weiter nach unten. Und da müssen wir auch sehr weit zurückfahren, um überhaupt an diese Niveaus ranzukommen, an denen wir jetzt sind. Und das war diese berühmte Bewegung hier 2015, wo die Schweizer Notenbank die Preisbindung im Prinzip vom Schweizer Franken hier aufgehoben hat. Und dann ist das am Ende passiert. Das hat viele Konten zerrissen damals. Das hat auch dem einen oder anderen Broker das Leben gekostet, der eben dann schlecht abgesichert war. Das war eine ziemlich heftige Bewegung. Aber das, was wir dann danach folgend sehen, das spricht eigentlich Bände. Nämlich, ja, wir sind bis an dieses Verkaufslevel zurückgelaufen. Wirklich punktgenau bis an das Verkaufslevel und haben von da an wieder weggedreht. Das ist eine ähnlich gute Bewegung gewesen wie die hier. Ja, bis an die alten Tiefs gelaufen und da komplett wieder weggedreht. Und das zeigt eigentlich, dass diese Level, diese markanten alten Tiefs, auch so wie wir sie hier sehen, wirklich relevant sind. Das heißt, wir schauen hier nicht zum Spaß immer danach, wo sind denn hier die nächsten Unterstützungen und die nächsten Widerstandszonen, sondern wir sehen das ganz häufig, dass in diesen intakten Trends, auch wenn so temporäre Gegentrends entstehen, wir halt bis zu den nächsten großen Leveln, bis an die nächsten großen Niveaus laufen und dann setzt sich das Ganze weiter fort. Und wenn wir dann sehen, dass sich das weiter fortsetzt und wir kommen dann hier in den Bereich ja, von Bildungen von solchen Bearflags zum Beispiel, dann sind das Einstiegslevel auch wieder für Trades in die übergeordnete Trendrichtung, nämlich abwärts. Ja, im Prinzip genau wie hier, ja, diese Flag, die dann hier nach unten verlassen worden ist. Das ist jetzt wirklich die ganz große Zeitebene, die wir uns anschauen. Aber das, was daraus entsteht, wenn wir uns diese Zeitebene anschauen, sind hier erstmal die Korrekturlevel für die Oberseite. Das heißt, wenn wir in eine Korrektur reingehen sollten hier im Euro-Schweizer Franken, können wir erwarten, dass wir so Richtung 1,00 hier laufen. Das wäre die große übergeordnete Korrekturzone, die dann hier in der kleinen Zeitebene angelaufen werden könnte. So, und dafür arbeiten wir uns jetzt langsam in die kleinere Zeitebene, gehen hier einmal auf den Wochenchart. Da nehme ich mal diesen hier. Ja, gehen hier auf den Wochenchart, schauen uns das Ganze im Wochenchart nochmal an. Oder wir nehmen, ach, da waren, hier waren ja im Wochenchart, wir waren ja gar nicht im Monatschart. Also das ist das Bild aus der Woche, hier Richtung 1,00 für eine Korrekturbewegung. Und jetzt gehen wir hier in den Tag. So, und jetzt sehen wir, auf Tagesbasis ist natürlich auch dieser übergeordnete Abwärtstrend noch intakt. Ich zeichne einfach mal schnell die Sequenz ein hier. Wir kommen von hier oben
und sind hier in die Abwärtssequenz reingelaufen und jetzt nehmen wir einfach mal diese ganzen kleinen Korrekturen hier mit rein. Ja, das ist im Prinzip die übergeordnete Bewegung. Das ist die übergeordnete Bewegung, momentan Abwärtstrend, die ist erst gebrochen, wenn wir hier oben drüber laufen. Ja, vorher nicht. Das, was dann jetzt aber passieren könnte, ist, dass wir von hier aus natürlich einen neuen Aufwärtstrend aufbauen. Und das wäre dann eine Möglichkeit, im Schweizer Franken hier zu sagen, wir können uns auch nochmal die Trendlinie angucken. Das ist die letzte Trendlinie. Ja, da stehen wir kurz davor, die zu überschreiten. Wenn das Tageshoch von heute überschritten wird, dann sind wir erstmal über die Trendlinie drüber. Dann kriegen wir vielleicht irgendwo hier ein neues Zwischenhoch, nochmal eine Korrektur. Und wenn wir dann ein neues Hoch sehen, das kann auch sein, dass das Ganze so läuft, dass wir hier eine durchgehende Bewegung sehen und dann eine Korrektur und dann hier fortsetzen. Das ist am Ende egal. Ja? Das, was für uns wichtig ist, ist, dass wir dann dieses letzte Hoch hier zumindest mal überschritten haben und in eine neue Sequenz gehen. Und dann hätten wir als mögliches Einstiegsszenario, ja, das Überschreiten dieses letzten Hochs hier, hätten dann auch eine Möglichkeit, hier unten irgendwo an dem Level vielleicht oder an dem Level hier einen vernünftigen Stop zu setzen und haben ja auch gerade schon gesagt, wo unser Ziel liegen würde, nämlich hier im Bereich dieser letzten Tiefs, so bei knapp 1,00. Also das wäre eine Möglichkeit, den Euro-Schweizer Franken mal für die Korrektur zu traden. Ich finde es sehr schwer, wenn wir einen Markt haben, der so weit gefallen ist, wie der jetzt hier, und das am Ende hier auch wirklich nochmal mit viel Momentum quasi die Dynamik zugelegt hat, dann ist bei den meisten Währungen die Chance auf eine Korrektur, auf eine Counterbewegung ist größer, als dass wir im nächsten Ausbruch die Bewegung nach unten weiter fortsetzen. Also das ist hier eine Gelegenheit, wo ich keinen Ausbruch mehr traden würde. Ja, weil auch einfach die Korrekturen, die hier zwischendrin gelaufen sind, viel zu klein waren. Na, Breakouts machen Sinn nach Korrekturen, die größer waren. Also ich zeige einfach mal so ein paar Situationen. Hier hatten wir eine große Korrekturbewegung. Na, da macht es durchaus Sinn, wenn wir unter diese Level gehen, wenn wir unter diese letzten Tiefs hier gehen, ja, eine Position aufzubauen. Na, ist dann immer ein bisschen davon abhängig, ja, wie aggressiv oder wie defensiv der Stop gesetzt wird. Na, hier, der hat gehalten. Hätten wir den zwischendrin genommen, der eigentlich charttechnisch nicht der richtige wäre, dann wäre die Position hier auch ausgestoppt worden. Ja, aber das sind so Korrekturen, die ich erstmal sehen will. Sowas wie das hier. Ne? Sowas wie das hier, das ist eine große Korrektur. Das hier ist eine große Korrektur. Das ist eine große Korrektur. Hier auf dem Weg nach unten haben wir einfach keine. Deswegen bieten sich Breakouts hier nicht mehr an. Ja, wenn wir auf die anderen Korrekturen schauen, und gucken einfach nur mal, wie sich der Kurs hier im Wochenchart bei den Breaks unter die letzten Tiefs verhalten hat. Hier monatelang weiter abwärts, hier viele Wochen abwärts, hier eine sehr dynamische Abwärtsbewegung, hier monatelang abwärts. Okay, also wenn wir Korrekturen gesehen haben und sehen dann Breakouts nach größeren Korrekturen, wo wir dann auch die Möglichkeit haben, dass sehr viele Marktteilnehmer in diesen Aufwärtsbewegungen hier Long-Positionen eröffnet haben, die dann vielleicht spätestens irgendwo beim Erreichen des alten Tiefs geschlossen werden, dann haben wir immer die Möglichkeit, dass sich Trades hier weiter fortsetzen oder Bewegungen weiter fortsetzen. Wenn diese Korrekturen fehlen, dann ist es eher schwierig. Ja. Okay, also Euro-Schweizer Franken wäre für mich zumindest im Moment so, dass ich vielleicht eher versuchen würde, hier mal eine kleine Counter-Trend-Position einzugehen, als das Ganze jetzt noch weiter trendfolgend fortzusetzen. Ja, wenn wir das trendfolgend fortsetzen, brauchen wir mindestens erstmal eine Korrektur. Vielleicht hier in den Bereich zwischen 97 und 98 und dann können wir wieder nach unten traden. Hier in diesen sehr tiefen Bereichen würde ich es nicht machen. Das heißt nicht, dass es nicht direkt weiter fallen kann. Ja, um Gottes Willen, so meine ich das nicht. Aber da ist dann einfach unser Chance-Risiko-Verhältnis nicht mehr so gut, dass sich das irgendwie für einen Trade lohnen würde, meiner Meinung nach. Ja. Okay. Ja. K&S hat ein bisschen zugelegt. Okay. So, was haben wir noch hier? Erstmal nichts weiter. Dann werfen wir jetzt hier unseren Blick nochmal auf den Mais-Future. Ja, und da hatten wir uns ja angeschaut, dass wir hier in diesem Bereich um 640 einen möglichen Einstieg hatten.
Wir sehen, dass der Görsch-Trend hier zu dem Zeitpunkt schon positiv gedreht hat. Na, wir sind auch in der Stochastik, haben hier positiv gekreuzt, waren dabei, dann hier über den 50er gleitenden Durchschnitt zu gehen und hatten dann eben auch das Ziel, erstmal hier an den 200er zu laufen. So, und da wir ja eh gleich nochmal in die Saisonalitäten reingehen wollen und nochmal Saisonalitäten von Silber reinholen, werde ich einfach noch mal kurz hier meinen Arbeitsplatz wechseln. Schnell im Hintergrund im Agena Trader, dass wir hier auch die Commitments of Traders Daten reinkriegen und die Saisonalitäten. Das muss jetzt im Hintergrund kurz laden. Und dann können wir uns das Ganze mal anschauen. Dann können wir nämlich auch noch mal einen Blick werfen auf Mais. Und ich hatte ja gesagt, Sojabohnen stehen auch gerade an einem ganz interessanten Level. Nämlich haben wir hier so eine fallende Trendlinie, ja, von diesen letzten Hochs. Und jetzt kommt es ein bisschen darauf an, wie sich die Kurse hier über die nächsten ein, zwei Tage entwickeln. Aber das, was hier jetzt entstehen könnte, wäre so eine kleine Bullflag, die sich dann für einen Ausbruch nach oben gut eignen würde. Ja, für einen Ausbruch über diese Trendlinie, für einen Ausbruch über die Bullflag, na, und dann über 1480 im Prinzip hier nochmal einen Long Trade triggern, der dann durchaus bis in diesen Bereich hier gehen kann. Allerdings müssen wir jetzt schauen, da sind wahrscheinlich hier Rollgaps drin. Ja, das ist keine echte Kursbewegung, das ist ein Rollgap. Das gucken wir uns auch gleich nochmal im Agena Trader an, wie das aussieht, wenn wir hier einen sogenannten ein Back-Adjusted Contract uns anschauen, wo nämlich die letzten Gaps dann einfach ausgeblendet bzw. rausgerechnet werden. Und das Ganze schauen wir uns gleich mal an, falls der hier mal reinlädt. Im Moment tut er sich gerade noch ein bisschen schwer hier mit dem Arbeitsplatzwechsel. Da muss ich gleich mal gucken. Okay, in der Zwischenzeit können wir hier auch gerne schon noch mal einen kleinen Blick auf Silber werfen. Ist ja auch gefragt worden. Also. Also. So. Hier haben wir Silber. Na, und dann können wir jetzt mal zuallererst hier auf den Chart schauen. Wir sind jetzt hier auf dem Tageschart im Silber. Und ich glaube, was man relativ gut erkennt, ist, dass wir hier in einem ziemlich deutlichen Abwärtstrend gefangen sind, vorerst. Ja, der ist jetzt hier wirklich mustergültig gelaufen. Na, wir haben schöne Rücksetzer bekommen hier an wichtige Niveaus. Ja, hier an dieses Tief, an den Bereich dieser Tiefs. Moment. So wollte ich das haben. Ja, hier an den Bereich dieser Tiefs. In dieser Korrekturbewegung hier sind wir bis an die alten Hochs rangelaufen. In dieser Korrekturbewegung sind wir an die alten Tiefs hier rangelaufen. Das gefällt mir alles sehr, sehr gut. Das sieht charttechnisch wirklich schön aus, aber eben nicht für die Long-Seite, sondern für die Short-Seite. Ja, der 200er-Durchschnitt ist nach unten gekrümmt, der 50er läuft nach unten, der 50er läuft unterm 200er, der Kurs ist unterm 200er, der Kurs ist unterm 50er. Also, das ist erstmal soweit alles negativ. Und das, was jetzt hier sofort auffällt, ist das hier. Nämlich, dass wir über die letzten 3 Tage hier in so eine kleine Konsolidierung im Silber gelaufen sind und jetzt Gefahr laufen, hier nach unten wegzubrechen. Sollte das passieren, sind wir wahrscheinlich relativ zügig nochmal hier im Bereich um 18 Dollar angekommen. Und dann muss man gucken, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Charttechnisch sieht es zumindest erstmal so aus. Jetzt wissen wir ja, dass sowohl Gold als auch Silber immer relativ stark auf den US-Dollar reagieren. Der Dollar stabilisiert sich wieder ein bisschen. Ja, der ist in der letzten Zeit etwas runtergekommen, aber wenn der sich wieder stabilisiert, dann ist das
im ersten Moment mal negativ für Gold und Silber, weil ein stärkerer Dollar automatisch immer den Gold- und den Silberpreis so ein bisschen nach unten beeinflusst. So, jetzt gucken wir nochmal schnell auf die größere Zeitebene, nämlich hier auf die Wochensicht. Und hier haben wir die Woche und jetzt sehen wir eben auf Woche. Auf der Wochenansicht haben wir im Prinzip das gleiche Bild wie im Tageschart. Wir haben einen abwärts gerichteten Markt. Ja, einen abwärts gerichteten Markt. Und der hat eben hier auch auf Wochensicht beim letzten Mal einfach nur diese Widerstandszone hier, die alten Tiefs getestet, und ist jetzt hier sehr dynamisch wieder auf dem Weg nach unten, hat auch den 10er gleitenden Durchschnitt wieder verloren. Also auch auf Wochensicht ist der Trend abwärts intakt und das sieht hier alles andere als positiv aus. Schauen wir mal kurz auf die Saisonalitäten, weil das war ja die eigentliche Frage, ob wir hier auch Seasonals haben. Und dafür gehen wir hier einfach mal in den Wochenchart hier auf Sicht der letzten 10 Jahre, habe ich hier die Saisonalitäten drin und da sehen wir schon, dass wir sehr eindeutige Saisonalitäten haben im Silber. Und da sehen wir auch, dass die in der nächsten Zeit jetzt von Ende August bis Ende November rein sehr negativ sind. Ja, also wir haben einen ganz klaren Vorteil auf der Short-Seite von jetzt an bis Ende November. Also so für die nächsten 2, 3 Monate. 3 Monate. Ja. So, auf Wochensicht könnten wir uns das Ganze jetzt hier auch so anschauen, dass wir sagen, ja, ich habe ja die Sequenz gerade schon mal kurz gezeigt, einfach nur mal die übergeordnete Sequenz hier anschauen. Das ist diese. Na, und da könnten wir jetzt auch sagen, hey, da sind wir hier gerade in so einer übergeordneten Bärenflagge. Ja, das ist eine kleine Korrektur, aber irgendwie läuft diese Korrektur als Bärflag. Ein Ausbruch nach unten wäre alles andere als positiv. Wir haben es uns gerade in der ganz kleinen Zeitebene angeschaut und haben gesagt, dann erwarten wir, dass wir nochmal so Richtung 18 Dollar laufen. Schauen wir uns das in der größeren Zeitebene an. Ja, und gucken mal, wo hier die nächsten Unterstützungslevel liegen. Die liegen erst hier unten bei 16,20. Na, 16,20, das wäre ungefähr der Bereich dieser Hochs hier. So, das Einzige, was im Moment positiv ist für den Silberpreis, ist das hier. Nämlich, dass wir sowohl auf Sicht der letzten 3 Jahre als auch auf Sicht der letzten 6 Monate hier kommerzielle Hedger hatten, die ein sehr starkes Long-Hedging drin hatten, die also eine sehr starke Long-Ausrichtung hatten, die sich gegen steigende Preise abgesichert haben im Silbermarkt. Ja. Und jetzt kommen wir aus diesen Positionierungen runter. Das ist typischerweise der Beginn einer Aufwärtsbewegung. Das sehen wir jetzt hier aber nicht. Ja, wir hatten hier 3 Wochen Aufwärtsbewegung. Da. Die haben auch gut gepasst mit dem Extremwert hier in den Long Hedges und die haben auch sehr gut gepasst mit dieser saisonal positiven Phase, die wir hier haben. Ja, das ist eine ganz klar saisonal positive Phase und genau über diese Phase sind wir hier angestiegen. Na, und das sehen wir eben häufig, dass ungefähr zu diesen Zeiten der Silberpreis hier zulegt. Ja, das haben wir hier gesehen, eine sehr deutliche Bewegung und das haben wir auch hier gesehen. Eine deutliche Bewegung nach oben. So, und jetzt haben wir das hier eben auch wieder gehabt. Und das, was wir jetzt erwarten können, ist eigentlich ein weiterer Rückgang. Na, und ich würde den auf Wochensicht hier sogar bis 16 Dollar ungefähr sehen. Na, wie gesagt, das Einzige, was hier ein bisschen querschießt, sind die Hedges der Commercials. Die erwarten anscheinend doch noch irgendwie eher steigende Kurse. Aber was jetzt sehr interessant wird, ist, wie die Zahlen jetzt am Freitag kommen, weil wir sehen, dass wir hier einen Markt haben, der insgesamt noch mal eher ein bisschen weiter runtergekommen ist. Und wenn wir jetzt sehen, nach dieser starken Negativbewegung, wenn wir jetzt sehen, dass wir in den Positionierungen hier noch weiter nach unten rutschen, obwohl der Kurs nach unten kommt, dann ist das kein positives Zeichen für Silber. Ja, und dann verstärkt sich meine Ansicht, dass wir hier Richtung 16 Dollar laufen. Wenn wir sehen, dass wir in diese leicht fallenden Kurse die Kurve jetzt hier wieder nach oben weiter fortsetzen und wir laufen wieder in diesen Bereich, dann bin ich ein bisschen vorsichtiger mit Short Trades hier auf Silber. Ja, aber prinzipiell
sieht das Ganze eben so hier aus. Das ist am Ende auch ganz ähnlich wie zum Gold, ja, wenn wir uns den Goldchart hier noch mal reinholen. Sehr langsam alles heute. Ach so, vielleicht weil meine Kursverbindung hier zu IQ-Feed gerade unterbrochen ist. Das ist aber für die Analyse hier nicht weiter wichtig. Ja, dann sehen wir, dass wir im Gold übergeordnet hier erstmal eine ganz ähnliche Bewegung haben, nämlich diese Abwärtssequenz, die hier läuft auf Wochenbasis. Die ist auch im Gold jetzt sehr schön gewesen und ist wirklich hier genau bis in diesen Widerstandsbereich reingelaufen, also wirklich mustergültig und eben auch hier in einer Situation, wo wir eine starke Ausrichtung der Commercials in Long-Richtung hatten, also ein sehr, sehr starkes Long-Hedging und auch hier den saisonalen Vorteil auf der Long-Seite. Ja, das ist genau über diese Zeit, genau diese 3, 4 Wochen, wo saisonal Gold auch eher stark sein sollte. Da haben wir eben auch genau das gesehen. Hier das Gleiche, ja, eher stark. Hier haben wir die deutliche Bewegung gesehen. Dann sind wir hier eher schwach und da haben wir die Korrektur gesehen. Ja, das passt also dieses Jahr alles sehr, sehr gut hier im Gold. Und von daher wäre ich jetzt hier einfach auch ein bisschen vorsichtig, weil wir, na, Gold wollten wir sehen. Jetzt hat er gerade auf Kupfer gewechselt. So, ja, weil wir eben auch hier jetzt eher diese abwärtsgerichtete Bewegung bis Ende November, Anfang Dezember typischerweise saisonal haben. Das heißt, das Bild ist ganz ähnlich wie im Silber. Wir sehen hier, die Commercials fangen an, diese Extrempositionen abzubauen. Das machen sie typischerweise eben dann, wenn die Aufwärtsbewegung wirklich begonnen hat. Aber wir haben diese sehr schwache saisonale Phase und deswegen müssten wir hier einfach ein bisschen vorsichtig sein in dem, was wir hier erwarten für die nächste Zeit. Okay, gut. Damit sind wir im Prinzip für die Inhalte von heute schon durch. Ja, mehr haben wir jetzt hier gar nicht. Mehr ist auch für heute nicht mehr wichtig. Wie gesagt, morgen Zinsentscheid, morgen Rede von Jerome Powell in Verbindung mit Jackson Hole. Und von daher. Ja, gute Frage von NC. Wenn Jackson Hole beginnt, erfährt man dann zwischendurch schon irgendwas, also bis zur Rede von Powell. Wo kann man sich da informieren? Ja, am besten einfach irgendwo über so Live-News-Ticker, ja, wie von Guidance oder so. Das kann man eigentlich ganz gut gebrauchen. Die sind relativ schnell. Und wenn jetzt irgendein Notenbanker da wichtige Dinge mitteilt, ja, dann wird das normalerweise, geht das dann über die Ticker. Aber ganz ehrlich, das führt typischerweise zu irgendwelchen kurzen Zuckungen am Markt. Das bedingt keine neuen Trends. Ich würde tatsächlich mir jetzt mal ein bisschen frei nehmen, würde warten bis morgen auf den späteren Nachmittag, wie die Märkte sich da entscheiden und würde dann neue Trades aufbauen. Ja, man muss nicht immer investiert sein. Es gibt einfach Phasen, da ist es besser, wenn man mal flat ist und die Füße ein bisschen stillhält. So eine Phase ist jetzt gerade. Ich wäre hier ganz klar dafür, wenig Risiko momentan zu nehmen und dafür dann einfach in der nächsten Woche am Montag wieder neu einzusteigen, weil dann ist Jackson Hole durch. Dann ist alles, was Paul gesagt hat, an den Märkten erstmal verarbeitet. Dann hatten auch alle Zeit, übers Wochenende sich das nochmal genau anzuschauen. Und wenn wir dann sehen, dass wir ab Montag neue Trendbewegungen sehen, sei es nach oben oder nach unten, dann haben die eben relativ viel Raum, störungsfrei zu laufen, sage ich mal. Ja, wir haben die nächste Zinssitzung erst am 21. September. Wir sind mit den Earnings fast durch. Da kommt auch so gut wie nichts mehr, was irgendwie wichtig ist. Das kann also eigentlich auch keine großen Stressoren mehr bringen. Und dann haben wir sicherlich eine etwas bessere Chance, saubere Trades aufzubauen für die nächsten paar Wochen. Ja, das werden wir dann gemeinsam am Dienstag wieder machen um 14 Uhr. Da werden wir uns wieder genau anschauen, wie hat sich der Markt verhalten seit Jackson Hole. Wo finden wir vielleicht neue Trends? Wo können wir neue Trades aufbauen? Und ja, da würde ich mich freuen, wenn ihr dann zu der Zeit wieder dabei seid, also am Dienstag um 14 Uhr und ansonsten ist ja ab Montag um 8:30 Uhr der Mike wieder für euch da. Morgen, wie ich gerade schon gesagt habe,
leider keine täglichen Handelsideen, weil ich morgen schon auf Reisen bin, ganz in der Früh. Bis dann wünsche ich euch auf jeden Fall erfolgreiche Trades. Sag bis Dienstag, macht's gut und bye bye.